Am Freitagabend um 20.30 Uhr beginnt mit der Partie Slatsvons Ferdings gegen Schlern der 11. Spieltag der Landesliga. Beide Mannschaften haben 11 Punkte in der Tabelle und liegen auf dem 9. Platz. Alle anderen Spiele folgen dann am Sonntag. Achtung, die Partien werden bereits um 14.30 Uhr angepfiffen. Tabellenführer Lana mit bisher 31 erzielten Treffern, die Tormaschine der Liga, geht zu Hause gegen Blose natürlich als haushoher Favorit ins Spiel. Und könnte sich mit einem Sieg vom Verfolger Eppern absetzen, denn die Überritscher haben das schwierige Auswärtsmatch in Leipers auf dem Programm. Auf dem Papier eine leichtere Aufgabe haben da schon der dritte Parchins bei Schlusslicht Meran und der vierte Weinstraße Süd, der in Kurtatsch im Unterlandler Derby Salurden empfängt. Die Mannschaft von Florian Joppi hat nach der 0:4 Heimschlappe vom vergangenen Sonntag gegen Passaia einiges gut zu machen. Ja, nächstes Spiel gegen der Weinstraße, volles Haus, viele Leute, die zuschauen können, Derbys dann auch im Schern und auch mal ihre eigenen Gesetze, deswegen schauen wir uns gut zu machen, gut zu trainieren und uns perfekt vorzubereiten für nächsten Sonntag. Freidenfeld empfängt Milland und Latsch hat Stegen zu Gast. Komplettiert wird dann die 11. Runde vom Match Passaia gegen Bruneck. Bruneck ist jetzt nicht so gut gestartet. Wir sind logisch wahrscheinlich ein bisschen Favoriten, aber ich glaube, sie kommen rein, wollen sicher auch wieder etwas mitnehmen. Und dann müssen wir schauen, dass wir alle mit dem gleichen Einsatz hingehen, Vollgas geben. Und dann hoffen wir, dass wir wieder Punkte mitnehmen. Und darum haben wir heuer noch nie verloren. Und halt ist logisch Ziel, dass wir halt weiterhin die halbe Serie halten. Und wir blicken auch noch auf die Tabelle der Landesliga nach dem 10. Spieltag. Lana führt mit 25 Zählern einen Punkt vor Eppern und 5 Punkte vor Parchins. Dahinter folgt Weinstraße Süd mit 19, Passaia mit 18, Milland mit 17 und Stegen mit 16 Zählern. Ganz unten in der Rangliste auf Platz 13 Blose mit 9 Punkten vor Bruneck, Freienfeld und schließlich bleibt Meran mit 4 Zählern.